Hallo liebe Moonies und herzlich willkommen zu diesem Video. Wusstet ihr, dass es von Sailor Moon auch eine Realserie mit echten Schauspielern gibt? Diese trägt den Namen Pretty Guardian Sailor Moon, so wie die anderen Versionen auch, wird von den Fans aber meistens PGSM genannt. Ich hatte die Serie schon zweimal angefangen, aber dann wurde sie irgendwie von der Seite gelöscht und so hat es ewig gedauert, bis ich PGSM zu Ende geschaut hatte, aber jetzt habe ich es endlich geschafft! In diesem Video erfahrt ihr, wie sich die Serie von den anderen Sailor Moon Versionen unterscheidet und ob es sich lohnt, sie anzuschauen. Übrigens werden Spoiler vorkommen, aber bevor die richtig krassen Spoiler kommen, werde ich es euch sagen. Wer also nichts gegen kleine Spoiler hat, kann das Video trotzdem schauen. Pretty Guardian Sailor Moon wurde 2003 bis 2005 produziert und hat 49 Folgen plus einen Act Zero, der die Vorgeschichte erzählt und dann noch ein Special. Grundsätzlich erzählt die Serie den Dark Kingdom Arc neu, also die erste Staffel. Man könnte es als eine Mischung aus Anime und Manga bezeichnen, aber es gibt auch viele Änderungen und viel Neues. Als ich die erste Folge sah, fand ich es nur okay und nicht so überkrass toll. Das lag an der Machart, denn der Grund, warum einige es nicht so sehr mögen, sind die Special Effects. Denn die sind ehrlich gesagt nicht die besten. Obwohl die Serie von 2003 war, wird damit Computeranimationen eher gespart. Was ich auch immer noch ziemlich doof finde, ist, dass Luna und Artemis Stoffkatzen sind. Ja, die sind zwar teilweise computeranimiert und können sprechen, aber kommt schon, da hätte man sich echt etwas Besseres einfallen lassen können. Aber ich muss sagen, man gewöhnt sich mit der Zeit dran und die Special Effects werden im Laufe der Serie auch etwas besser. Kommen wir mal zu den generellen Story-Änderungen. Die Serie fängt ziemlich ähnlich wie im Anime und Manga an, wird aber sehr schnell anders. Zum Beispiel ist der Maskenball in der einen Folge in dem Fall eine Kostümparty. Minako Aino ist von Anfang an ein berühmter Popstar, was ich sehr interessant finde. Das Crown ist keine Spielhalle, sondern eine Karaoke-Bar, falls man das so nennen kann. Was auch anders ist, ist, dass die Mädels in ziviler Form andere Frisuren und Haarfarben haben, was natürlich viel realistischer wirkt und auch logischer ist. Denn so hat man dieses Klischee nicht mit, nach der Verwandlung sehen sie nicht anders aus. Auch an den Charakteren wurde einiges geändert. Usagis Mutter Ikuko ist ein wenig schräg und ausgeflippt, aber damit auch irgendwie lustig. Und Motoki ist ein Nerd, der voll auf Schildkröten steht, was aber ziemlich niedlich ist. Generell kann man sagen, PGSM legt sehr viel Wert auf Charakterentwicklung, sogar mehr als der 90er Anime. Dadurch sind die Mädchen unglaublich sympathisch, vor allem Ami wirkt besonders niedlich, finde ich. Aber leider muss ich sagen, Minako macht sich durch PGSM nicht gerade beliebter bei mir. Sie wirkt nämlich ziemlich kühl, teilweise unfreundlich und will auch lange nicht mit den anderen zusammen kämpfen. Es ist wirklich schade, aber Venus ist mir hier am unsympathischsten von allen Sailor Moon Versionen. Dafür sind die anderen Charaktere aber richtig cool und Minako wird mit der Zeit auch netter. Sogar die Feinde haben sehr viel Charaktertiefe, was ich sehr gut finde. Queen Beryl wirkt etwas menschlicher und die vier Generäle sind mir teilweise auch sehr sympathisch. Die Jungs haben mir nämlich sehr unterschiedliche Ansichten, was man vor allem bei diesem Konflikt mit Endymion sieht. Die ganze Sache, dass er eigentlich ihr Master ist, ist hier viel mehr ausgebaut, was ich sehr cool finde. Von den Shiteno mag ich übrigens Zeus seit den PGSM richtig gern, die anderen haben aber auch irgendwie was. Es gibt in PGSM aber auch komplett neue Charaktere. Und jetzt beginnt die Spoiler-Section. Aber wer meine Faktenvideos gesehen hat, wird das Krasseste eigentlich eh schon wissen. Wer die Spoiler trotzdem überspringen möchte, geht bitte zur eingeblendeten Minute. Also zuerst einmal, Mamoru hat eine Verliebte namens Hina. Das löst natürlich Konflikte mit Usagi aus. Außerdem gibt es im Dark Kingdom eine weitere Frau, die auch sehr interessant ist. Und nun zu den Sachen, die vermutlich eh schon jeder weiß. Es gibt eine böse Form von Mercury, nämlich Dark Mercury. Ami wird nämlich von den Feinden entführt und böse gemacht. Aber auch wenn es mir das Herz gebrochen hat, eigentlich war Dark Mercury ziemlich cool. Außerdem hat Luna hier eine menschliche Form und ist eine Sailor-Kriegerin namens Sailor Luna. Sie ist eine Art Chibimon-Ersatz, aber das finde ich nicht schlimm, ich finde sie einfach nur unglaublich niedlich. Und es gibt eine neue Form von Sailor Moon, nämlich Princess Sailor Moon, eine Art Serenity in Sailor-Form. Die ist aber gar nicht mal so nett, denn Endymion ist für sie das Allerwichtigste und sagen wir es so, sie ist eine zerstörerische Prinzessin. Die war mir zwar nicht so sympathisch, aber interessant war sie auf jeden Fall. Spoiler Ende. Was auch noch anders ist als in den anderen Sailor Moon Versionen, die Storyline mit Venus als Mondprinzessin ist hier mehr ausgebaut.
Im Manga war das hier nur ganz kurz, aber hier wird echt über längeren Zeitraum der Glaube aufrechterhalten, Minako sei die Prinzessin. Außerdem wird der ganze Konflikt mit dem früheren Leben näher beleuchtet. Es wird also immer wieder die Frage gestellt, ob man sich von der Vergangenheit so sehr beeinflussen lassen sollte und ob Dinge wieder so sein müssen, nur weil sie im früheren Leben so waren. Kommen wir zum Charakteraussehen, also Kostüme und so. Die Senshi sehen eigentlich aus wie normalerweise, bis auf ein paar kleine Änderungen. Im Zivilen sehen sie halt sehr anders aus, wie schon gesagt. Bei den Feinden gibt es aber Unterschiede. Queen Beryl und Jedi sind auch noch relativ normal, aber dafür sieht Nephrite irgendwie voll aus wie Rubeus. Und Zoisite ist bis auf den Zopf voll der Diamond, finde ich. Und Kunzite, tja, der sieht auch komplett anders aus. So generell finde ich die Kostüme der Charaktere aber echt gut und passend. Was aber etwas schade ist, die Dämonen sind Menschen in Kostüm. Das sieht anfangs ein bisschen albern aus, aber später werden die Kostüme besser und die Dämonen sehen dann echt cool aus. Die Schauspieler machen übrigens auch einen sehr guten Job und man kauft ihnen ihre Rollen total ab. Man merkt auch, wie sie mit der Zeit besser werden. Und natürlich muss ich auch noch ein paar Worte zur Musik verlieren. Das Intro Kira i Sailor Dream wirkt leider ein wenig kindlich, aber es ist ein tolles Lied und ein totaler Ohrwurm. Ich war jedes Mal regelrecht gezwungen mitzusingen. Ein Outro gibt es nicht, aber dafür gibt es einige andere Songs, die auch ziemlich gut sind, zum Beispiel C'est la vie. Die Hintergrundmusik ähnelt der aus dem 90er Anime, ich finde die aus dem Anime aber etwas besser. Trotzdem ist der Soundtrack von PGSM auch gut. Kommen wir nun auch schon zum Fazit. Auch wenn die Serie mit den Special Effects nicht so sehr überzeugen kann, ist der Rest einfach nur geil. Obwohl PGSM ungefähr so viele Folgen wie die erste Staffel von Sailor Moon hat, kam es mir überhaupt nicht wie viele Folgen vor. Am Anfang war es vielleicht ein bisschen so, aber insgesamt kam es mir schon so vor, als wäre in jeder Folge etwas Wichtiges passiert, und wenn es nur Charakterentwicklung war. Im alten Anime waren da ja immer diese Monster of the Day und jede Folge gab es einen neuen Nebencharakter. Das war in PGSM definitiv besser, denn so etwas gab es da nicht. Die Serie hat sich mehr auf vorhandene Charaktere konzentriert und diese toll weiterentwickelt. Außerdem gab es viele neue Story-Elemente, es wurde spannend gehalten und es gab auch einige überraschende Wendungen. Das Ende war sehr emotional, aber sehr schön. Und zum ersten Mal habe ich bei Sailor Moon geheult. Und zwar am Ende von PGSM. Obwohl ich schon so viele Sailor Moon-Versionen gesehen habe, war die Serie trotzdem sehr interessant und hat es spannend gemacht. Die Mischung aus Altem und Neuem war richtig gut. Also, wenn ihr PGSM schauen wollt, lasst euch darauf ein und lasst euch nicht von den Special Effects abschrecken. Spätestens ab Folge 7 wird es richtig gut. Sailor Moon-Fans können die Geschichte neu erleben und die Charaktere erneut lieb gewinnen. Es gibt einen Haufen Überraschungen und macht einfach nur Spaß zu schauen. Also ich kann Pretty Guardian Sailor Moon nur empfehlen, es ist echt eine coole Sailor Moon-Version. Also ich würde mich freuen, falls ich ein paar Moonies dazu bewegt habe, es zu schauen. Wenn ihr es schon gesehen habt, schreibt mir eure Meinung dazu in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, danke fürs Schauen, tschüss und bis zum nächsten Mal, eure Sailor Cat.